Oh, Alter, was geht ab, Latonge? Erstmal frühstücken. Ein sehr spätes Frühstück. Ich wollte eigentlich einen anderen Laden abchecken, der mir empfohlen wurde von einer Freundin, aber der hatte Sonntag zu. Sonntag gibt es nicht viel Auswahl. Aber ich hatte Bock auf eigentlich irgendwas Sandwich-mäßiges. Die meisten Sandwich-Laden hatten auch nicht offen, deswegen muss ich auf Bangmi zurückgreifen. Eins mit Seitan und eins mit Rind. Bei meinem Standard-Asiaten hier. Eins mit Seitan, eins mit Rind. Natürlich erstmal gegönnt und dann schauen wir mal, was geht. Vielleicht Spiele haben. Bei den Amores kennt ihr, glaube ich, nicht. Wheel of Steel zocken die in letzter Zeit immer sonntags. Ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Das ist gerade eigentlich Primetime. Schmeckt wie Hühnchen. Schmeckt echt wie Hühnchen. Auch bei mir ist es Hühnchen. Aber mir egal. Charlie. Number 2. Mit Beef, Alter. Beginnt. Ich habe mir gerade ein Video gehört von Monte, da labert er über Krypto-Uhren und Immobilien. Also über Krypto hat er gar nicht so viel gelabert. Ganz am Ende hat er noch ein paar weise Worte über Krypto erzählt. Wollt ihr das mal hören? Warte. Krypto ein, das ist ja ganz klar. Aber. Warte. Dann müsst ihr da erst mal 2 Jahre drin wohnen. Dass nicht, dass Bitcoin mehr ein Hype ist? Nein. Natürlich steigen auch Leute wegen des Hypes in Krypto ein, das ist ja ganz klar. Aber das Interessante und das Witzige ist ja auch, viele Idioten denken, oh, jetzt ist meine Chance, ich muss Krypto jetzt kaufen, alle reden davon und ich kaufe mir einen halben Krypto und der ist gerade bei 40.000 Euro. So, und die denken, der steigt, dann droppt der ein Tausender und sie steigen wieder panisch aus, weil sie einfach sich vorher mit der Materie nicht auseinandergesetzt haben. Es wird ein Aussortieren, ein Ausfiltern noch über die nächsten Jahre sein, dass die ganzen Idioten, die gar keine Ahnung haben und auf Kurzzeit mit Krypto oder Ethereum etc. gedacht haben, das macht innerhalb von 2 Wochen hunderttausende Profite, die werden immer mehr ausgefiltert und Leute, die sich mit der Materie befassen und auf Langzeit das Ding sehen, kaufen sich immer mehr ein. Es ist gut, dass... Ja. Nicht so wie dieses eine Mädchen. Hey, wieso bin ich in 6 Monaten nicht mit 100 Euro Millionär mit Krypto geworden? Mein Gott. Die macht mich so aggressiv. Anscheinend hat sie Bargisch auch aggressiv gemacht. Anscheinend ist der Spielabend bei mir. Das heißt, ich muss nochmal aufräumen, weil das sind nicht die üblichen, die Jungs, sondern noch ein paar andere Kollegen, deren Freundinnen, ein paar Deutsche, dies, das, also... schön sauber machen. Heißt nicht, dass es sonst nicht sauber ist, aber jetzt von Freitag noch, wo ich sage, okay, wir haben ein bisschen aufgeräumt, aber nicht tiefgründig alles ins perfekte Detail sauber gemacht. Ihr wisst, also für Fremde, nicht Fremde, aber für Leute, die man nicht ganz so gut kennt, nochmal einen Tick noch sauberer machen. Das meinte ich. Oh ja, was ist das hier? Was ist das? Wir wussten nicht, wo wir da hinkriegen sollten, entweder bei Zimmermann oder Konz oder... Alter, was passiert? Was ist los? Man-Eater! Oh, oder... Ich das Geld wieder. Es geht. Alles klar. Prost. Mir! Halt die Fresse jetzt! Mir, das geht, Alter! Ja, Honk, du bist super satt, Ding! Super satt, Ich bin auch dabei, Ivan von Vitano und Kuhmann. Und wir heute auch noch dabei. Fucking Chef. Ich bin gut,
ein Foto. So, für die Neuen unter euch erkläre ich nochmal schnell die Spielregeln. Also, es ist eigentlich keine Frage. Die Kamera ist da, aber was ist los mit euch? Die Kamera ist ein Zuschauer. Okay, ich muss aufpassen, was ich sage. Hey, ich schwöre. Ja, was für Kamera? Nein. Wir spielen 9 Runden. Mit A 5 Fragen immer. Okay, Minos? Wie viele Runden spielen? Ab 4, ab 7 und ab 9 gibt es kurz einen Cut. Dann könnt ihr eine Münze gewinnen. Und diese Münze könnt ihr dann im Finale einsetzen. Mehr dazu im Finale. So, die Antwort ist so. Ich erkläre noch mal kurz die Spielregeln. Es wird ein Disney-Film ausgesucht und davon eine Frage. Pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Also ihr braucht für den Disney-Film die Tafel, okay? Ihr braucht die Tafel, ihr schreibt die Antwort auf die Tafel drauf. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Für jede falsche gibt es natürlich keinen Punkt. So. Seid ihr ready? Ja. Der Film Nummer 1. Uno. Es geht um den Film Herkules. Wie heißt das erste Monster, das Herkules besiegt? Letzte Chance, jetzt noch? Ja, kurz überlegen. So, kommen wir zur Frage Nummer 3. Super! Aus der Milch welches Tieres wird der teuerste Käse der Welt hergestellt? Teuerste? Das weiß ich so nicht. Esel. Das ist... Oh yes! Richtig! Dragon, Leute! Er wird in Serbien hergestellt. Schon ein Zauber, Galileo, oder? Okay, krass. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wenn ihr die falsche Antwort habt, ihr braucht die Tafel, wenn ihr die falsche Antwort habt, fliegt ihr natürlich raus. Und die anderen können weiter spielen. Wie, komplett aus dem Spiel? Nein. Aus der Bonus. Aus der Bonus. Aus dieser Bonus. Ja, ja, aus dieser Bonus. Aus dem Deutschen. Von der Erde runter. Zum Mars raus. So, seid ihr bereit? Yes. Setz 3, ihr habt alle 3 Punkte. Warte, man kann keine Punkte verlieren. Nein. Wieso gibt es da 15 Punkte? Steigert sich das dann? Es geht immer noch 1, also für jede richtige Antwort gibt es Punkte. Wenn du jetzt rausfliegst, dann müssen die anderen weiterspielen und du bist halt dann... Hast nur so 15 Punkte. Maximal. Es gibt 15 Fragen. Darfst du die nächste Folge? Es gibt 15 Fragen insgesamt. Ach, es gibt 15 Fragen. Wenn man nicht hat? Dann bist du raus aus der Runde. Dann dürfen die anderen weiterspielen. Das ist irgendwie falsch quasi. Ja. Dann bist du raus und kannst nicht mehr weiter, weil es gibt ja 15 Punkte. Ja, ja, schon krass. Aber wie ist man dann raus? Ja, du bist raus. Ah, okay. Aus Deutschland. Du bist nicht mehr drin? Ja, okay, okay. Aber bin ich noch drin dann? Dann bist du in der Runde dann nicht. Ich glaube, du bist raus. Okay, fangen wir an mit Frage Nummer 1. Also wer zuerst oder geht zusammen richtig? Du müsst A, B, C oder D. A, B oder C oder D entscheiden. Okay. Okay, das ist gleich. A, B, C oder D. Oder B. Du kannst dich aber auch überlegen. So, A oder B oder C oder D. Erste Frage ist sehr leicht. Der Junge, der niemals erwachsen wird, heißt... Der Junge, der niemals erwachsen wird, heißt... A. Jack Johnson. B. Lars Lucky. C. Anton Annas. Oder C. D. Peter Parr. Das ist ganz eindeutig E. Das ist doch die einfache. Ich hab auch Benjamin. Ich hab auch Benjamin. Ich wollte sonst mal... Ich war so richtig arrogant. Ich hab gekommen. Hollywood. Seid ihr bereit für das Finale Hollywood? Das ist nur eine Frage. Eine Frage für die Kategorie. Ihr dürft euch beraten. Ihr spielt jetzt gegen die Finalisten. Ja? Das sind aber nur eine Frage, ne? Eine Frage von denen. Ja? Wenn ihr... ihr bekommt... Was? Mehr Punkte macht als sie einfach. Es geht bis 5. Es geht bis 5. Ja, insgesamt bis 5. Aber dann sind es ja vielleicht mehr Kategorien. Ja, wir gucken dann. Erstmal gibt es 5 Fragen und dann gucken wir mal, ob es weitergeht oder nicht. Nicht durchdacht. Insgesamt 5. Wir dürfen nicht dann wieder eine neue Kategorie aussuchen, aber erstmal die 5, die ich habe. Nächste Woche mit Home ohne Chat. Ich euch nochmal als die Regeln nochmal. Ja. Wenn ihr die richtige Antwort habt, kriegt ihr einen Punkt. Okay. Ja. Team B hier. Kriegt automatisch immer einen Punkt, auch wenn sie richtig oder falsch liegen. Ja, indem ihr, also wenn ihr den Wünsche setzt, ja, und die haben die falsche Antwort, ist es schlecht für euch, ihr kriegt keinen Punkt, aber ihr kriegt die Münze zurück. Das ist wieder gut für euch.
Wenn ihr die richtig, wenn die richtige Antwort haben, verliert ihr den Punkt. Wenn ihr keine Münze mehr habt, habt ihr das Spiel verloren. So, Gäste sind weg, bisschen aufgeräumt. Alter, vorhin hat sich der Nachbar wieder beschwert. Was halt an sich kein Problem ist. Hey, wir waren ein bisschen zu laut, gerade am Anfang ein bisschen gehypt auf das Spiel. Okay, kann ich verstehen. Aber Digga, rede doch wie ein normaler Mensch. Sag doch, hey, sorry, ihr seid gerade ein bisschen zu laut, könnt es ein bisschen runterdrehen. Stattdessen direkt so unfreundlich und direkt gedroht, der Verwaltung Bescheid zu geben. Ich denke mir so, Digga, verpiss dich, Mann. Hätte er ganz normal gefragt, dann wäre es ganz normal, okay, oh sorry, habe ich nicht drauf geachtet, werden wir drauf achten, mein Fehler. Stattdessen so unfreundlich, ich denke mir, Digga, du Pisser. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Das ist so unnötig, was soll das, Mann? Vor allem ist nicht so, als hätten wir tausendmal bisher, hätte er runterkommen müssen oder so, das war sein aller zweites Mal erst. Und es ist halt irgendwie so Mittagszeit, weißt du, es ist nicht mal so spät, dass Leute schlafen oder so, oder so früh, dass Leute noch schlafen. Nee, es ist einfach Mittag oder Nachmittag in dem Fall gewesen. Ey, das war's von uns, Leute, und von Wheel of Steel. Chong hat echt gute neue Änderungen, Updates gemacht. Echt super geil. Krasses Spiel, vor allem einfach so mit Freunden mal spielen. Schaut es demnächst mal vorbei, da werden wir es hoffentlich mal wieder streamen. Und ja, die Sache mit dem Nachbarn, Digga, die langweilt mich immer noch. Also nicht, dass er sich beschwert, weil das ist sein gutes Recht, sondern hauptsächlich, wie er mit mir umgeht und was für einen Ton er mich anspricht. Also, grüßen werde ich den auf jeden Fall nie wieder. Wieso muss man immer so Stress mit Nachbarn haben, Mann? Vor allem, wie gesagt, er hätte einfach nochmal sagen können, hey, sorry, achtet mal bitte ein bisschen mehr auf eure Lautstärke, schraubt das ein bisschen runter, alles fein, wirklich, null Probleme, mach mal gerne. Aber dieser Ton und dann direkt drohen und, puh, was soll das Scheiß, Digga? Jetzt hast du einen neuen Feind geschaffen. Ah, das war's von mir, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch irgendwelche Leiden mit euren Nachbarn habt oder so. Immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. See you as business und ciao.